Ein 628 im Kölner Hauptbahnhof, unterwegs auf der RB 38 nach Bedburg. Heute fahren auf dieser Linie meist moderne Triebwagen. Nach dem Fahrplanwechsel 2017-2018 sind die Einsatzstrecken nochmals deutlich weniger geworden. Somit dürften diese Szenen bereits Geschichte sein. Die zweiteiligen Dieseltriebzüge haben lange Zeit den Nahverkehr auf Nebenbahnen bestimmt. Die Baureihe 628.2 ist seit 1986 und die Baureihe 628.4 seit 1992 unterwegs, gebaut von namhaften Fahrzeugherstellern. Mit den neuen Triebzügen werden nach und nach die alten Uerdinger Schienenbusse abgelöst. Zuletzt auf der Chiemgaubahn zwischen Prien und Aschau. Doch die robusten Fahrzeuge sind auf dem Rückzug. So sind im DB-Regiowerk Berlin-Lichtenberg nur noch 5 Züge beheimatet. Vorgehalten für Ersatzleistungen oder für Sonderverkehre nach Polen. Bereitstellungsleiter Björn Rothe rüstet für uns 628-657 auf. Er kennt diese Baureihe schon lange. So, guten Morgen. Was machen wir denn jetzt hier? Ja, wir haben jetzt vor, unserem 628 hier von dem Abstellgleis in Richtung Aschanlage zu fahren. Dafür starten wir als erstes unseren Motor, lösen unsere Bremse, wir schließen unsere Außentüren. Ja, schönen guten Morgen. Auf Gleis 67, einmal 628 nach Gleis 45, bitte. Musst du warten, ruf ich zurück. Alles klar, ich zieh mal ran, Gleis 67, ja? Ja, das kannst du machen. Gut, danke. So, ein Kollege hat uns jetzt die Zustimmung erteilt, erstmal bis zum Wartezeichen ranzufahren. Das Fahrzeug ist ja nun schon relativ alt. Was ist denn so das Besondere an diesem Fahrzeug? Oder ist es besonders zuverlässig? Ist es besonders schnell? Was sind dann also Ihre Erfahrungen? Also wir sitzen hier auf dem mir bekanntesten, zuverlässigsten VT der Deutschen Bahn. Also man hat hier so gut wie gar keine Störung. Mal abgesehen davon, dass vielleicht mal die Toilette kaputt geht. Aber ansonsten ist die Technik hier so stabil und bahnfest gebaut worden, dass man keine weiteren Störungen hat. Die Technik mit Motorwagen und Beiwagen hat sich bewährt, also für uns von der Leistung. Er ist sehr gemächlich im Anfahren. Also er braucht ein bisschen, bis er seine Höchstgeschwindigkeit von 120 erreicht. Aber dafür rollt er auch sehr leicht. In vielen Regionen sind die 628 bereits durch die junge Konkurrenz ersetzt. Nicht so bei der Südost-Bayern-Bahn. Das Streckennetz von 550 Kilometern wird noch zum großen Teil von den zweiteiligen Triebzügen befahren. Zentraler Punkt der Südost-Bayern-Bahn ist der Bahnhof Mühldorf am Inn. Der Mühldorfer Linienstern ist Zentrum von mehr als 10 Regionalbahnlinien. Im Stundentakt treffen fast alle hier zusammen. Ein Zug nach Rosenheim rollt ein. Bilder, die sich stündlich wiederholen.
Das Mühldorfer Nahverkehrskonzept ist beinahe vorbildlich. Seit der Einführung haben sich die Fahrgastzahlen deutlich erhöht. Die 628 der Südostbayernbahn kommen bis nach Passau, Landshut, Simbach, Ruhpolding oder bis nach Salzburg. Noch 44 dieser zweiteiligen Triebzüge gehören im Frühjahr 2018 zur Südostbayernbahn. Sie sind leicht modernisiert und zuverlässig unterwegs, sollen aber trotzdem in den nächsten Jahren abgelöst werden.